Monique, du hast in unserer zweiten Session-Runde hier gerade deine Initiative vorgestellt. Sag doch nochmal, um was es da ging. Ja, also es ging um das Patenkonzept insbesondere. Ich komme aus Hannover, von dem Flüchtlingskreis, und wir haben ganz kurz das Patenkonzept vorgestellt. Das heißt, bevor die Flüchtlinge in Arbeit gehen, werden sie bei uns begleitet und wir bilden die Leute aus, und das habe ich ganz kurz dargestellt. Haben Sie schon oder können Sie schon sagen, wie viele Paten Sie so ungefähr in Ihrem Programm mittlerweile integriert haben, also wie viele Mentoren Sie integriert haben? Also in der ersten Runde waren es 12 Leute und in der zweiten Runde werden es nochmal 12 bis 15 Leute sein. Ja, und dann geht's weiter. Mal schauen. Also das ist jetzt am Anlaufen und geht dann in mehrere Runden weiter. Was hat denn die Session für Sie jetzt gebracht? Was haben Sie denn mit auf den Weg genommen für Ihr Patenprogramm? Ich habe noch 2 Kontakte gleich geschlossen. Also von Opel war jemand da, der auf mich zugekommen ist. Und dann ist noch von einer anderen Firma, das habe ich jetzt gar nicht so präsent. Wir tauschen uns auf jeden Fall aus. Inklusive, dass ich noch jemanden kennengelernt habe, der mit Studenten zusammenarbeitet, sodass wir 3 nette Kontakte daraus haben. Also für mich sehr gut. Also war es erfolgreich. Super, danke.